Ich wollte irgendwie ein weihnachtliches Lichtsetting anmachen, aber irgendwie weiß ich nicht, ob das so das Wahre ist. Das ist ganz süß. Ich finde es eigentlich ganz süß. Ich glaube, so lassen wir es. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute in einem etwas neuen Setting. Es ist das erste Video, glaube ich, seitdem wir umgezogen sind, was nicht sehr klassisch in diese Umzugsreihe fällt, die ich hier auf meinem Kanal jetzt quasi die ganze Zeit habe. Wir sind ja ganz neu in einer neuen Wohnung gerade und deshalb auch die etwas provisorische Deko im Hintergrund, weil einfach noch nicht alles steht, so wie es stehen wird. Wir haben noch gar nicht ansatzweise alle Möbel, Deko schon mal ganz, kann man ganz vergessen, haben wir fast gar nicht. Das ist die einzige Pflanze, die ich aktuell besitze. Habe ich direkt erstmal hinter mich gestellt. Weihnachten naht und deshalb soll es heute um das Thema Weihnachten gehen. Ich habe mir gedacht, wir machen dieses Jahr trotzdem mal wieder ein Weihnachtsgeschenk-Ideen-Video. Natürlich erfindet man hier mit diesen Ideen das Rad immer nicht ganz neu, sondern gibt eher so ein bisschen Inspiration, erinnert an bestimmte Ideen vielleicht sogar, die man schon mal hatte oder ja, hat einfach mal so einige Ideen und Inspirationen an einem Ort in einem Video. Mir hilft es total, zum Beispiel solche Videos zu gucken oder nach Geschenkideen zu suchen, um dann daraus auch zum Beispiel wieder meine eigenen Ideen zu entwickeln. Von super günstig umzusetzen zu, wenn man etwas mehr Geld ausgeben will. Alle Ideen sind auch so ein bisschen so, dass man selbst gestalten kann, wie viel möchte ich jetzt dafür ausgeben. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen Inspiration durch dieses Video finden. Ganz am Ende werde ich auch nochmal ein paar Sachen vorlesen. Ich habe euch nämlich auch mal auf Instagram gefragt, einfach rein aus Interesse, was ihr dieses Jahr so verschenkt. Und da waren einige kreative Antworten dabei und ich wollte ganz am Ende einfach mal so ein paar davon vorlesen. Vielleicht hilft das ja auch noch dem einen oder anderen. Wir beginnen mal mit dem Oberthema Geschenke aus der Küche. Was auch ganz viele von euch gesagt haben und was ich auch immer eine super Idee finde, ist Dinge selbst zu machen, um diese zu verschenken. Ein Beispiel wäre zum Beispiel selbstgemachte Marmelade oder Aufstrich. Was habe ich da auf Pinterest habe ich gesehen? Lebkuchenaufstrich, das klang mega lecker. Da gibt es ja dann auch immer super viele Rezepte zu, wenn man das selbst machen kann. Einige von euch hatten auch sowas gesagt wie selbstgemachte Liköre oder so. Lebkuchenlikör hat auch jemand geschrieben, fand ich auch eine mega gute Idee. Abmischungen und sowas kann man ja auch immer so gut im Glas fertig machen, also quasi zurecht machen und dann vielleicht handschriftlich so ein kleines Rezept dazu schreiben und dann kann die Person quasi das Glas nehmen, wie so eine Backmischung verwerten, aber es ist so ein bisschen selbstgemachter. Ich habe auch mal sowas geschenkt bekommen, da war es dann auch so geschichtet und das sah total schön aus und ich habe mich da mega drüber gefreut. Man kann das dann vielleicht sogar am Ende, wenn möglich, zusammen backen oder irgendwie was zusammen draus machen. Das finde ich auch immer schön, Zeit zu schenken, auch wenn das jetzt ja gerade zu Corona-Zeiten ein bisschen schwieriger ist. Trotzdessen finde ich, ja, mit dem Hinblick auf, dass es besser wird und dass man das Geschenk dann irgendwann vielleicht gemeinsam einlösen kann, das ist immer sehr schön, auch Zeit zu schenken, weil es nun auch wirklich das ist, wonach wir uns alle sehr sehen werden nach dieser Zeit. Apropos Thema Corona, eine Sache, die ich euch wirklich nur ans Herz legen kann für die Weihnachtszeit und die ich definitiv auch umsetzen werde, ist zu Weihnachten lokale Unternehmen, lokale Geschäfte zu unterstützen, zum Beispiel Restaurantgutscheine zu verschenken von Restaurants, die aktuell nicht öffnen können. Finde ich auch eine schöne Idee, dass man sagt, hey, das hier ist ein Gutschein, lass uns zusammen hingehen, wenn sich die Lage wieder normalisiert hat. Die Unternehmen profitieren unheimlich davon, dass man die trotzdem noch finanziell unterstützt, auch wenn man aktuell nicht quasi hingehen und essen kann zum Beispiel. Anderes Beispiel wären zum Beispiel auch so Lokalitäten wie Kosmetiksalons oder was ich auch eine sehr coole und ja, einzigartigere Idee finde, sind diese Läden, wo man hingeht, wo es gibt diese kleinen Fischis, kennt ihr die? Und dann macht man so ein bisschen Spa mit denen und dann macht man so seine Füße so in das Becken und so und das ist irgendwie auch eine witzige Idee. In Hannover gibt es da zum Beispiel Knabberzeit heißt das. Kann ich euch alles mal in der Infobox verlinken. Da kann man aktuell auch Gutscheine kaufen für, wenn dann wieder ja, alles geöffnet ist und dann kann man gemeinsam hingehen. Ich finde, das ist eine coole Idee, mal ein ganz anderes Erlebnis, etwas, was man nicht alltäglich macht und was vielleicht auch viele noch nie gemacht haben und deshalb auch ein total cooles Geschenk, finde ich. Also solche Lokalitäten zu unterstützen, finde ich immer schön. Ich kann euch da gerne noch ein paar Ideen in der Infobox verlinken zu so ähnlichen Dingen. Thematisch super passend haben wir auch heute einen Kooperationspartner in diesem Video und zwar ist das Larisé. Dort könnt ihr Parfüm-Dupes bestellen. Lass mich das kurz nochmal ein bisschen genauer erklären. Das ist nämlich mega geil. Ich freue mich mega darüber. Ich kenne die auch schon länger und ich freue mich total, dass ich euch die heute nochmal mit Rabattcode vorstellen kann. Und zwar sind das Duftzwillinge bzw. Parfüm-Dupes von sehr bekannten Parfums, die ihr so kennt. Übrigens sagt ihr Parfüm oder Parfum? Ich weiß es irgendwie mal nicht so genau. So sehen die Parfums dann aus. Es ist, wie gesagt, ein Dupe, kein Fake, sondern es sind einfach Parfums, die in der Zusammensetzung sehr einem Markenparfum zum Beispiel ähneln und deshalb sehr, 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 sehr ähnlich riechen. Und es ist wirklich super ähnlich. Es ist total krass. Ich habe hier mal ein paar meiner Favoriten, die ich euch mal vorstellen möchte. Die riechen wirklich so gut und sie halten auch richtig lange. Also der Duft hält super lange. Es ist auch ein Eau de Parfum.
Zeit gnädig mit mir. Ich war nie gut in Französisch. Aber deshalb ist es eben auch ein Duft, der sehr lange hält und lange auf der Haut bleibt, den man lange riecht. Einmal haben wir die 119. Das ist der Dupe zu Alien. Boah, es riecht einfach so geil. Es hat für mich so was Warmes und Sinnliches irgendwie. Mega geil. Ich liebe diesen Duft und er hält auch richtig, richtig lange auf der Haut, wie gesagt. Ich wollte Alien sowieso schon immer mal ausprobieren, weil so viele davon schwärmen. Aber ich wollte irgendwie nie diesen extrem hohen Preis dafür zahlen, weil es gibt so viele Parfums, die ich schon mal ausprobieren wollte. Dadurch, dass man bei Larisé auf sehr auffallende Flakons und aufwendige Werbung verzichtet, sind die Düfte halt viel günstiger als die Markenversion. Ich blende hier auch immer mal so ein bisschen Preisvergleiche ein. Mega, mega geil. Mit meinem Code könnt ihr übrigens 20% sparen. Der Code ist Maggie, also nutzt ihn gerne, falls ihr Larisé auch mal ausprobieren wollt. Dann haben wir hier die Nummer 143. Das ist der Dupe zu YSL Black Opium. Auch ein Duft, den ich schon mal überlegt hatte zu kaufen. Den liebe ich mega. Der hat so was Vanilliges. Ich sprühe ihn jetzt mal hier hin. Ein bisschen Kaffee ist, glaube ich, auch mit drin. Es ist so süßlich. Also das ist definitiv, glaube ich, einer meiner Favoriten. Ich kann mich nicht genau zwischen den dreien entscheiden, aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre das hier mein Top-Favorit von den drei, die ich euch jetzt zeige. Die 25 ist der Dupe zu Mademoiselle von Coco Chanel. Und das ist ein wirklich so sehr leichter, frischer, jugendlicher Duft, finde ich. Den habe ich mir auch damals mal im Laden angeguckt, schon einige Jahre her, und habe immer wieder überlegt, den zu kaufen. So hat so was sehr Frisches, Leichtes. Auf jeden Fall der frischeste, blumigste von den dreien jetzt. Einen weiteren möchte ich euch noch zeigen. Hier seht ihr jetzt auch einmal die Verpackungen von den Parfums. Finde ich eigentlich auch richtig schön mit dem Gold. Das ist die 22. Das ist nämlich das Dupe zu meinem sehr, sehr, sehr geliebten La Vie est Belle Parfum. Meine beste Freundin und ich, wir sind beide so richtige La Vie Est Belle Freaks. Deshalb habe ich dieses Parfum hier auch noch nicht angebrochen, sondern werde das an sie verschenken zu Weihnachten mit in ihrem kleinen Geschenk, was ich ihr zusammenstelle, weil sie sich einfach mega darüber freuen wird. Sie liebt diesen Duft auch über alles. Ich habe auch einmal kurz geschnuppert, gebe ich zu, und man kann es wirklich kaum unterscheiden. Es ist total krass. Ich freue mich schon mega, sie damit zu beschenken, weil ich weiß, dass sie sich super darüber freuen wird. Es ist nämlich auch ein extrem gutes Weihnachtsgeschenk. Deshalb ist es ja auch in diesem Video. Falls ihr jemanden habt, den ihr beschenken wollt, wo ihr wisst, der ist zum Beispiel ein totaler Parfumliebhaber. Es gibt auch nicht nur die 50ml und 100ml Flakons von Larisé, sondern es gibt auch so Probepackungen, wo so ganz viele kleine Düfte drin sind, wenn man sich noch nicht so ganz entscheiden kann, welches man möchte. Wenn ihr einen bestimmten Duft sucht oder noch nicht genau wisst, was ihr möchtet, könnt ihr einfach über den WhatsApp-Chat von Larisé nachfragen, denen schreiben, welchen Duft ihr sucht, und ihr bekommt dann quasi direkt eine Antwort mit der jeweiligen Bezeichnung. Ich kann die Düfte wirklich nur empfehlen, weil es einfach preislich sich extrem lohnt. Ihr könnt euch statt das eine Parfum, was ihr euch schon länger überlegt, vielleicht zwei davon holen oder so oder noch mehr. Ich benutze eigentlich nur noch diese drei Düfte, seitdem ich das Paket bekommen habe, weil ich die drei so geil finde. Schaut gerne in der Infobox vorbei, da findet ihr den Link zu Larisé. Da könnt ihr vorbeischauen und meinen Code Maggie benutzen für 20% Rabatt. Schreibe ich euch auch nochmal alles in die Infobox, was ihr wissen müsst. Eine weitere Geschenkidee, die ich immer sehr schön finde und die ich bestimmt auch schon mal in irgendeinem Geschenkideen-Video geteilt habe, ist so selbstgemachte Body Scrubs oder Badesalz. Sowas kann man alles ganz gut selbst machen. Ein bisschen aufwendiger sind zum Beispiel so Sachen wie Badebomben. Kann man auch machen. Gibt es auch zahlreiche Tutorials auf YouTube. Kann ich euch auch gerne mal eins verlinken. Ich freue mich persönlich immer sehr über solche selbstgemachten Geschenke. Ich weiß, jemand hat Zeit reingesteckt. Ich verschenke sowas auch persönlich gerne. Kann man auch immer schön verpacken. Ich blende euch hier auch immer Inspo ein. Habt ihr ja schon gesehen. Wie man das quasi ein bisschen machen kann. In so ein schönes Gläschen tun. Ich habe sogar, fällt mir gerade ein, vor Ewigkeiten, das muss wirklich viele Jahre her sein, da habe ich auf jeden Fall noch zu Hause gewohnt, ein DIY Body Scrub Video gemacht. Also falls ihr da mal vorbeischauen wollt, macht das gerne. Ich sehe wahrscheinlich komplett anders aus und rede wahrscheinlich komplett anders, weil das noch so zum Anfang meiner YouTube-Zeiten war. Eine Idee, die tatsächlich auch von euch kam, die ich aber so schön fand, dass ich sie unbedingt im Video mit aufnehmen wollte, ist Weihnachtsmarkt im Korb, hat jemand geschrieben. Finde ich super schön, vor allem jetzt zu der Zeit, wo es vermutlich nicht wirklich Weihnachtsmärkte geben wird. Ich stelle mir darunter irgendwie sowas vor wie so einen kleinen, richtig schönen weihnachtlichen Korb mit irgendwie gebrannten Mandeln und vielleicht einem Glühwein und irgendwie allem, was einem so einfällt, vielleicht so ein selbstgebackener Lebkuchen oder irgendwie sowas. Super, super süße Idee. Ich glaube, ich würde mich da auch riesig drüber freuen. Ich bin persönlich ein riesiger Weihnachtsmarkt-Freak. Generell liebe ich Weihnachten extrem. Aber Weihnachtsmärkte gehören eben eigentlich auch zu Weihnachten dazu. Aktuell ist es ja super schwierig und ich verstehe das auch total. Aber ich muss sagen, ich werde den Weihnachtsmarkt wirklich, wirklich, wirklich vermissen dieses Jahr. Geschenke im Glas ist das nächste Überthema. Ich finde es total süß. Es gibt ja so größere so Einmachgläser-Dinger, die man halt so zumachen kann. Und da kann man irgendwie ganz süß so ein Geschenkset zusammenstellen. Sowas ist wirklich auch perfekt für jeden, weil man das total individualisieren kann. Für eine Freundin vielleicht so eine Mini-Handcreme, irgendwie einen schönen Nagellack und
kleines Haaröl oder irgendwie sowas ähnliches, wisst ihr? Ihr kennt ja die Leute, die ihr beschenken wollt und könnt dementsprechend so ein bisschen auch entscheiden, was finden die schön, was würde die interessieren. Das kann man auch erweitern und zum Beispiel nicht auf Beauty gehen, sondern zum Beispiel Tee. Ich habe mir auch aufgeschrieben, sowas wie eine Teebox oder eine Kaffeebox zu verschenken. Es gibt ja so Teeboxen, wo man dann quasi verschiedene Teesorten einsortieren kann. Ist für so Teeliebhaber vielleicht auch total cool, wie so eine Art Tee-Tasting, dass man so ganz viele verschiedene Teesorten holt und die dann einsortiert und dann haben die so, können die mal was ganz Neues ausprobieren, neue artige Sorten, vielleicht auch so weihnachtsmäßige Sorten. Ich bin ein Riesenfan von Weihnachtstee. Mit Kaffee geht das natürlich auch, vielleicht so eine Art Kaffeeprobe-Tasting, so kleine Größen von verschiedenen Kaffees, auch total cool für jemanden, der zum Beispiel totaler Kaffeeliebhaber ist. Eine Sache, auf die ich auch gekommen bin, als ich so ein bisschen auf Pinterest gescrollt habe, ist so kleine Sets zu verschenken mit Kleinigkeiten in bestimmten Farben. Zum Beispiel gibt es ja ganz viele roségoldene oder goldene Artikel, sowas wie Haarbürsten, die irgendwie Goldfinish haben oder auch so wiederverwendbare Strohhalme. Ich war zum Beispiel ganz lange totaler Rosé-Gold-Freak. Jetzt bin ich irgendwie umgestiegen auf Gold. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, da hat sich mein Geschmack ein bisschen verändert, aber ich habe damals alles Mögliche in Rosé-Gold immer geschenkt bekommen und fand das total geil, weil ich hatte immer alle möglichen Kleinigkeiten, so auch dann in der Wohnung alles so einheitlich in Rosé-Gold. Und das war irgendwie schön. So, ich hatte so eine Haarbürste. Und dann hatte ich so einen kleinen Mini-Schminkspiegel, wiederverwendbare Strohhalme. Dann gibt es ja auch diese kleinen Becher so, die es so in Rosé-Gold oder Gold gibt. So solche Geschichten, wisst ihr? Ich hatte dann so ganz viele verschiedene Kleinigkeiten. Meine Mama hat mir immer wieder was in Rosé-Gold geschenkt, weil sie wusste, dass ich das liebe. Ich dachte mir, wenn man sich da so ein paar Sachen raussucht und die so als ein kleines Set in so einem kleinen Körbchen oder so verschenkt, wenn man weiß, dass jemand zum Beispiel total auf Gold abfährt oder irgendwie so. Es gibt da wirklich so viel. Auch auf Amazon braucht man nur einmal kurz irgendwie eingeben, Rosé-goldene Utensilien oder irgendwie sowas. Also ich zum Beispiel auch mal verschenkt habe, sind so goldene Cappuccino-Löffel an eine Freundin von mir, weil ich wusste, dass sie das total schön findet. Und sowas kann man dann irgendwie so ein bisschen zusammenstellen. Wisst ihr, dass man so einen Korb hat, der so ein bisschen so eine einheitliche Farbe hat? Das sieht auch total schön aus als Geschenk und die Person freut sich halt total, weil sie einfach auch die Farbe total mag oder das Gold total mag oder Rosé-Gold oder was auch immer. Was ich auch aktuell eine ganz coole Idee finde, sind so Sachen zu verschenken, mit denen man sich aktuell zu Hause gut die Zeit vertreiben kann. Was mir da eingefallen ist, sind so Puzzle. Es puzzeln ja aktuell wieder, ich sehe es ganz oft irgendwie in letzter Zeit, dass viele Leute gerne wieder viel puzzeln und sich damit so ein bisschen die Zeit vertreiben, um auch was anderes zu machen, als irgendwie Fernsehen zu gucken oder so. Und da dachte ich, es gibt ja verschiedenste Anbieter, wo man Sachen mit Fotos bedrucken kann. Wenn man da was raussucht und irgendwie so ein ganz großes Puzzle macht mit einem eigenen Foto drauf, zum Beispiel habe ich schon gedacht, wie witzig wäre es, wenn ich so ein Puzzle mache mit so einem Bild von mir und Nils oder irgendwie so und dann muss Nils das so mit mir puzzeln und am Ende ist so ganz unsere Gesichter so ganz groß auf dem Puzzle so. Oder so, wisst ihr? Wäre irgendwie lustig, oder? Man kann natürlich auch ein süßes Bild nehmen. Aber das fand ich irgendwie auch eine ganz witzige Idee, dass man quasi so eine Sache hat, die man zusammen dann machen kann. Und gleichzeitig hat man irgendwie so sein eigenes Foto drauf oder so und freut sich so darauf, das zu puzzeln und das so fertigzustellen. Für die nächste Idee muss ich nochmal kurz was holen, das habe ich vergessen. Und zwar ist das etwas, was Nils und ich mal von meiner Mama geschenkt bekommen haben. Und das ist dieses coole Teil hier. Und wir waren wirklich skeptisch, als wir das geschenkt bekommen haben. Wir waren so, okay, wir probieren es mal aus, ne? Aber das Teil ist so genial. Das ist so ein Teil, man klappt das hier so auf und da drin kann man in der Mikrowelle so Sandwich Toasts machen und man braucht nichts dafür, man muss das nicht mal großartig ölen oder irgendwas. Die werden richtig knusprig und das wird richtig lecker und man denkt es gar nicht, aber es ist so easy. Man legt es so, belegt das Toast einfach, legt es da drauf, macht das hier so drüber, klappt das hier so an den Seiten wieder zu und legt es einfach in die Mikrowelle, wendet es dann nach ein, zwei Minuten nochmal, macht nochmal die andere Seite und dann ist das Ding knusprig und es ist so genial. Und ich wollte das unbedingt vorstellen. Aber so kleine Küchenutensilien und sowas finde ich auch eine mega gute Idee. Das an sich oder auch zum Beispiel für jemanden, wenn der jetzt super gern Smoothies trinkt oder so. Es gibt ja auch so für 30 Euro um den Dreh, glaube ich, so Smoothie Maker oder irgendwie solche Geschichten, dass man so ein bisschen auf das hört, was die Person so über sich erzählt. Abschließend möchte ich noch mal ein paar von euren Ideen vorlesen, die ich besonders interessant fand. Eine Sache, die ich richtig gut fand, ist ein Handlettering-Set. Ich glaube, das sind so Sets, ich habe mal nachgeguckt, da kann man so ein bisschen mit üben, so richtig schön Schrift zu schreiben. Kennt ihr das, wenn dann so auf Instagram so Videos sind, wo Leute so richtig schön irgendwas schreiben und man denkt immer so,
So eine Schrift hätte ich auch gern. Ja. Und anscheinend gibt es Sets dafür, sowas zu lernen. Wie cool ist das? Ich wusste es gar nicht. Okay, das muss ich kurz vorlesen, weil ich das so geil fand. Jemand hat geschrieben, meine Schwester bekommt einen XXL Nile Horan Pappaufsteller von mir. Habe ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen? Sie kriegt einen riesigen One Direction Pappaufsteller. Finde ich richtig genial. Eine andere sehr gute Idee. Eine Baby Yoda Lampe für meinen Star Wars verrückten Freund. Auch sehr genial. Wäre auch was, was ich Nils schenken könnte, glaube ich. Das steht ja auch mega auf Star Wars. Außerdem ist Baby Yoda so süß. Ich würde die auch witzig finden, die Lampe. Ein Flaschengarten fand ich auch total cool. Ich glaube, das kann man auch selber machen. Es gibt die aber auch schon so zu kaufen, also wenn man da nicht so drauf steht, was zu DIYen. Schokobomben. Große, selbstgefüllte Schokokugeln, die man in Milch werfen kann. Das finde ich auch mega die coole Idee. Geht so ein bisschen einher mit diesem Anfangspunkt von Küchensachen selbst machen, sowas wie Marmelade und Aufstrich und sowas. Sowas kann man auch natürlich gut machen. So solche Dinge, die man zum Beispiel, es gibt ja auch diese an so einem Holzstab, also Kakao-Schokomasse, was man so in heißer Milch rührt und das wird dann zu so einem Kakao. Selbstgemachtes Bullet Journal, finde ich auch eine coole Idee. Ich hoffe, es war die ein oder andere Idee für euch dabei oder ihr könntet vielleicht für euch eine Idee ableiten von den Ideen oder Inspirationen, die ich euch jetzt gegeben habe. Schaut wie gesagt auch gerne nochmal bei Larisee vorbei. Ich verlinke euch alles in der Infobox und nutzt meinen Code Maggie für 20% Rabatt. Meine Lieblingsstifte verlinke ich euch auch nochmal, weil die echt mega sind. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, wenn ein paar Ideen für euch dabei waren oder ihr einfach generell auch Bock habt auf solche Videos. Oder wenn ihr zum Beispiel Weihnachten lebt, ja, gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr Weihnachten lebt. Ich gebe dann auch einfach dem Video einen Daumen nach oben. Oh, das ist doof. Egal. Schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei, da nehme ich euch ja daily in der Story mit. Da bekommt ihr dann auch wieder ganz viel Umzugskontent, weil wir wahrscheinlich noch lange nicht fertig sind mit allem. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten neuen Video. Tschüssi!